ganz recht herzlich gegrüßt zu einer neuen Partie Poker. Hier bei Full Tilt Poker. Ich weiß nicht, ob schon aufgenommen wird. Das ist mein erstes Spiel und ich gehe gleich mit zwei Jungs hier ins Rennen. Das finde ich gut. Mal gucken, was hier so läuft. Der Platz ist nicht besetzt. Wir gucken uns wie gehabt immer die ganzen Leute an. Sieht ganz gut aus. Wen haben wir hier? Das ist Portugal. Das ist, so, wir gehen mal auf Erhöhen. Portugal, wen haben wir da noch? Das ist United States, das ist Brasilien, das ist Brasilien, das ist Israel, das ist South Africa und das ist United Kingdom. So, okay, das könnte natürlich sein, dass da jetzt entsprechend was drin sitzt, deswegen gehe ich mal schon ein bisschen höher ran, ne? Damit der Junge, ne, nicht großartige Zicken hier macht, ne, sondern sofort rausgeht und, oh, der geht mit. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, So, wir probieren das auf einfach mal und mal gucken, was er sagt. Okay, er hat nix. Warte mal, das beende ich mal hier ganz kurz. So, das war ganz nett, ne? Wir schieben oder passen. Wir haben jetzt hier 230 Pfeifen. Na gut, wir haben nur 30 Pfeifen gewonnen. Aber das ist ja nicht ganz so schlimm, ne? Ich habe übrigens, muss noch ein paar Sachen generell vorweg schießen. Ich habe jetzt mitgekriegt, weil ich das letzte Video, was ich von hier Full Tilt gemacht habe mit Facecam, dass ich das gar nicht rendern brauche. Das heißt, die Qualität ist eigentlich so gut, dass das zumindest HD ist, ne? Und auch soweit ganz okay ist. Ich muss das also nicht rendern. Das heißt, ich kann jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, längere Aufnahmen machen, ohne, ne, wenn ich sonst das hätte noch rendern müssen, dann dauert das natürlich immer ziemlich lange. Jetzt kann ich hier einfach mal auf gut Glück ein bisschen aufnehmen, ne, gucken, was so passiert, ne. Gehen wir mal ganz kurz raus da, ne. Dann können wir jetzt hier mal ein bisschen so einfach pokern und ich werde auch irgendwann noch mal gucken, wie das mit den Turnieren ist, ne, dass wir mal ein Turnier, oh Gott, was machen die denn hier? Alter, was ist Brasilien oder was war das hier? Das war South Africa. Oh, South Africa scheint hier für einen König zu haben oder er hier aus Portugal. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oh, der geht auf jeden Fall hoch ran, ne? Hat vielleicht eine Straße oder, ne? Oder ein König oder ein Queen, König. Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall was auf der Tasche. South Africa hat was. Oh, oh, oh. Ja, also das verstehe ich nicht ganz. Ne? Also mit einem Jungen, ne, gegen König und beziehungsweise 6. Gut, wir sind im Let's Play, da mache ich mal hier mitgehen, würde ich sonst nicht machen. Ein König auf der Tasche, ne? Ich meine hier, der 6er ist natürlich ein beschissener Kicker, wir schieben mal. Ich glaube, man nennt das Kicker, ne? Hier, die Karte, die noch ein bisschen, ne, mit dafür, Schiss, ne? Machen wir auf keinen Fall, liebe Leute. So, gut gemacht mit dem König 6, ne? Da ist nur ein Jüngelchen drin, jetzt hier vielleicht noch irgendwo, ne? Und, ne? Ja, er kann auf jeden Fall hier, ne? Wo kommt der weg? Hier, der gute, Dilüt, wo kommt er her? Hallo, anzeigen. Oh Gott, das ist ja wundervoll, was wir hier kriegen, obwohl, ne? Hier, wo kommt er her? Das ist, Dilüt. Das ist auf jeden Fall South Africa und das war Israel, das war der Israel. Okay, kann man machen, kann man machen, ich weiß nicht. Ich hoffe, das erfüllt sich gleich noch ein bisschen, weil sonst ist es ein bisschen langweilig. Ne? Vor allen Dingen sollten ja mal ein paar Leute mit Geld auftauchen, damit sich das ein bisschen lohnt. Ich meine, hier die gute Booby Babe, ne? Oder Bobby Babe oder wie auch immer aus United Kingdom. Ne? Die gute Bobby scheint auf jeden Fall was auf der Tasche zu haben und ne? 1600 Pfeifen hat sie drauf. Ne? Kann man machen. So, da liegen zwei nette Fünfen. Der gute Israeli geht mit 54 Pfeifen ran und Lüt, was haben wir? Flush Queen High. Okay, wir passen mal. Mit so einem Scheiß hier brauchst du nicht antreten. Das bringt nichts, ne? Das ist irgendwie, ne, totaler Quatsch. Ja, gucken wir mal. Hier, die Plätze sind noch leer. Ich hoffe, da kommt gleich noch einer. Ne? Mit ein bisschen Cola auf der Tasche, ne? So, aber der ist hier ganz gut am Zocken, der gute Portugiese, ne? All in, ne? Was hat er denn? Ja gut, da würde ich jetzt ehrlich gesagt, ne, auf den Portugiesen setzen. Ja, hat er mal gemacht, ne? So, King Ace High. So, wir sind am Big Blind mit einem wunderschönen Blättchen, ne? Ihr schöne Scheiße. Bobby Babe geht auch mal direkt mal mit ein paar Pfund in der Mitte, ne? Boah, aber wir gehen mal mit, ne? 6, 7 ist ja immer noch. 4, 5, 6, 7 finde ich schon gar nicht so schlecht, ne? Machen wir hier einen kleinen Sätzemann und Söhne, ne? Mal gucken, was sie so sagen, ne? Oh, da ist ein Ass drin, ja? Wir brauchen auf jeden Fall entweder eine 3 oder eine.
Ja, jetzt sieht das Ganze schon mit dem Flash gar nicht so gut aus. Ne? Eine Flash-Option mit 3 hier, schön von der Farbe und so. Ne? Mal gucken auch. Ne? Oh, Bobby geht richtig hoch ran. Oh, da ist ein Ass drin. Das ist mir zu viel. 34 ist mir zu viel. Na, weil die Flash-Option ist immer noch drin und ne, selbst wenn wir die Straße kriegen sollten, ist der Flash auf jeden Fall höher als. Ne? Jetzt ist er ganz sicher drin. Ne? Und ja. Ja. Aber wir hätten auch keine Straße, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, Queen 2, eieiei, schöne Scheiße hier. Ich gehe mit, weil ich meinen Dollar reinsetzen muss. Und das kann man schon mal machen. Ja, also wie gesagt, wenn jetzt erhöht wird, ne, gehen wir natürlich sofort raus aus der Kacke hier. Ne, mit Queen 2, sei mir nicht böse. Ne, es ist, ne. Können wir vergessen, ne, ist irgendwie totale Scheiße, ne. Aber irgendwie ganz schön leer, die ganze Kacke hier, ne. Und, Bobby, was kommt? Was kommt? Was kommt? Komm, mach fertig da. Hier. 10 Trilliarden Dollar in die Mitte. Komm, Anthony Sullivan, komm mal her aus South Africa. Und es gewinnt. South Africa gewinnt. Das ist eine coole Nummer. Oh, das ist ja wieder von die allerfeinste. Scheiße hier. Scheiße Dreck. Machen wir eine Passung, ne, mit Junge 6, unsuited, ne, das ist also kein Anzug. Das ist scheiße, ne, das ist jetzt kommen wahrscheinlich hier 33 Jungen und 44 Sechsen auf den Tisch, ne, könnte ich drauf wetten. Komm, mach für dich! Ja, haben wir mal wieder Schwein gehabt, ne, mal nix verloren, ne, beziehungsweise eine Erfahrung natürlich ein bisschen gewonnen und ist ja immer so beim Pokern, man gewinnt ja durch die Erfahrung. Ne? Da kommt auf jeden Fall der Junge, das heißt, wir hätten jetzt schon mal ein kleines Doppel-Zwillingspärchen, ne, und jetzt kommt noch ein Junge und dann ärgere ich mich natürlich ein bisschen tödlichst. Gut, der Gute geht all in, ne? Sie geht mit, ne. Ja, ich glaube mal, wir hätten den Dreck echt gewonnen. Ne? Das kannst du nie wissen vorher. Ne? Das ist scheiße. Ne? Jetzt kriegen wir eine ganz totale, wunderbare. Ja, wie soll ich sagen? Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Es gefällt mir nicht. Komm, mach fertig. Wir schieben, 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 bieben, bieben. Ja, das finde ich gar nicht jetzt so schlecht. Wobei. Ja, kommt. Kinders, ne? Was ist hier? Mr. Israel, mach fertig. Mr. Sullivan. Oh, wir gehen mal mit. Wer mein Sims 3 Big Brother gesehen hat, ne? Granny Sullivan hatten wir ja auch mit an Bord, ne? Okay. Komm. Mr. Sullivan. 5. 5, 6, 7, 8. Ja, scheiße, scheiße, scheiße. Könnte eine Straße drin sein. Kann auch noch irgendwie jetzt ein Flash kommen, ne? Von wegen Herz und Karo und bla bla bla. Hast du nicht gesehen? Okay, ich glaube, jetzt sind wir raus aus der Nummer. Ja. Ja, das habe ich mir gedacht. Nee, nee. Lass mal stacken, mein Junge. Ne? And the winner is Israel. Oh, schon wieder. Was soll man mit so einem Dreck hier anfangen, ey? Scheiße. Jo, dann machen wir ganz cool hier. Passen und auf Wiedersehen, Tschüssikowski. ich ärgere mich, ich ärgere mich. Ich will Blätter, ich will gute Blätter. Oh, 40 Pfeifen. Ah, Bobby ist aber ganz gut am Zocken hier, ne? Oh, pass mal auf, Alter. Die ist mit allen Waschmitteln gewaschen, waschen, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine, ne? Und ja, hat er eingesehen. Besser ist das, ey. Besser ist das, ey. So, was haben wir jetzt? Ach, ist nicht wunderschön. So, da passen wir mal ganz dezent. Wen haben wir hier? Ne, setzt aus. Ach, das war der Brasilianer. Das war auch ein Brasilianer. Die setzen, wieso setzen die alle aus hier? Ist das scheiße. Oh, fuck. Warte mal, was hatten wir? Wir hatten 8-3. Wären wir jetzt ganz gut mit dem Rennen. Ne? Ja, kann man nichts machen. Ne? Ist irgendwie. Das weiß man halt vorher nie. Ne? Und mit so einer Ronte gehst du eigentlich nicht mit, ne? Manchmal mache ich das, ja, hatte ich ja schon mal erwähnt, ne? Ich gehe manchmal, wenn ich ein gutes Gefühl habe, auch bei den komischsten Blättern mit, ne? Das ist mir dann total egal. Dann habe ich ein Feeling und wenn ich ein Feeling habe, dann habe ich ein Feeling. Wäre natürlich schön, wenn der Feeling dann zum Feeling wird, ne? Aber das passiert ja, ihr wisst das, sehr selten, ne? Da kann man nicht viel machen, ne? So, ja, schön hier, ne? Da ist ja wohl ein König oder so drin oder eine 10 oder so. Komm hier. Wie heißt der Katsua?
Bobby, was geht? Oh, mit dem Zwilling 6. Das, Die Sechsen hängen uns hier irgendwie heute an, ey. Ach komm, wir gehen mal mit. Mir scheißegal, ey. Wir sind im Let's Play und da müssen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen mal. Hätte ich's doch mal nicht getan. Egal, jetzt kommen 44 Sechsen. Ihr werdet es sehen. Wir werden jetzt hier einen Vierling 6 abräumen. Naja, fast dicht daneben ist fast getroffen. Das sind wieder Weisheiten hier. Die Spielkind 45 raushaut. Wir schieben mal dezent und Wow! Ace! Ace of Diamond! And diamonds are a girl's best friend. Chubby dooby dooby ba doo boop. Da sind wir weg. Da sind wir weg. Da sind wir weg. Vom Fleck. Oh, Bobby hat aber schon wieder was auf der Tasche hier, ne? Und, Bobby? Komm, was ist hier, Mr. Israel? Alter, kriegst du es hin oder was? Okay. Ja, mit Bube König, ne? Bist du gut im Rennen, ne? Okay, Ace of Spade. Es ist die Ace of Spade, mein Lieblingsblatt, Queen 4. Damit gehen wir ganz dezent raus. ja, ihr wisst, ne, Leute, die bei mir Pokern schon mal geguckt haben, ne, Queen 4 ist mein absolutes Kotzblatt. Ich darf das sagen, ich habe einen guten Popschutz. Aber was geht denn jetzt hier? So, das hier. Wir hätten echt gewonnen, nicht? Ne? Queen 4 und, ne? Man, es ist halt, man kann es pauschal nicht sagen. Man hat halt so Vorlieben als Pokerspieler. Ne? Ist aber, glaube ich, ne, ey, Poker besteht, glaube ich, zu 88,463 Periode 5% aus Aberglauben. Ne? Der Rest ist Können, ne? Und. Okay, wir gehen mal mit. Ne? Wir gehen mal mit. So, mal gucken, was da kommt. Gar nichts. Ja, das ist, hat hier bestimmt ein schönes. Pärchen oder mit Sicherheit ein Ass dabei. Er hat mit Sicherheit ein Ass dabei. Ich sag mal Tschüss. Ne? Vielen Dank, dass ich hier meine 16 Pfeifen auf den Tisch legen durfte. Wie viel haben wir noch? 188. Wir sind im Minus. Wir haben schon 12 Pfeifen verloren. Ja, ist ein ewiges Auf und Ab. Ne? Das Poker. Ne? Man muss das ein bisschen philosophisch betrachten. Ne? Ich, Romeo, wo kommt denn Romeo her? Hier, Romeo und Julia aus Russland. Ja, coole Nummer das. Wir passen mal ganz dezent. Ich hau die nochmal hier ein bisschen rüber, dass ich da besser an die Knöpfe dran komme, ne? Ihr seht das ja dann auch, ne? Und, ja. Komm, mach klar da. Romeo, was geht? Woi, doi. Hier, Mr. Portugal geht mit All In und gewinnt die ganze Rotzronte auch noch. Ass 9. Da sollte ich mich freuen, aber 9, ich glaube, ich tue es nicht. Ich weiß nicht. Wir gehen auf jeden Fall mal mit, ne? Irgendwie, aber glaube ich nicht. Ich glaube, das Blatt glaube ich. Drei, sechs. Habe ich nicht eben vom Feeling 6 gesprochen und jetzt, wo ich keine habe, ne? Da kommt diese Scheiße hier aufs Board, ne? Ja, wer jetzt eine 6 hat, ist auf jeden Fall gut im Rennen. Sollte es clever anstellen, ne? Dass er nicht zu viel setzt, ne? Hat er die? Hat er die oder blufft er? Ne. Selbst wenn er sie nicht hat und er sie hat und wie auch immer, ne? Bobby geht auch raus. Er hat sie nicht. Hätten wir gewonnen. Jungs, hätten wir gewonnen. Aber das, ne? Oh, schon wieder eine Queen. Ich liebe Queen. Jetzt kommt die 6 hier. Hätte sie nicht eine Runde eher kommen können hier? Verdammte Scheiße. Ja, genau. Da sag ich ciao. Auf Wiedersehen und Tschüssikowski. Ja, ist ja ganz schöne Scheiße hier. Läuft ja heute gar nicht viel zusammen. Ne? Ja, aber ich glaube, ich bin auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ne? Ihr seht die letzten Sonnenstrahlen, donnern hier ins Zimmer, ne? Und eigentlich gehört man raus bei so einem Wetter, aber ich hatte jetzt irgendwie Bock, ein bisschen zu pokern, liebe Leute, ne? Und ihr kennt das ja, ne? Irgendwie, man hat einfach Lenz und dann setzt man sich hin und dann. Ja. Bobby räumt hier mit, ne? Coolen Karten ab, würde ich sagen. Hat nichts auf der Tasche und gewinnt. Wir haben gar nichts auf der Tasche. Sagen wir mal Tschüssikowski, ne? Mamma mia. Ne.
Also das prangere ich an. Das ist ja eine verkehrte Welt, würde Helge Schneider sagen. Eine total verkehrte Welt. So, hier 52 Pfeifen von der guten Bobby. Ey, Baby, was geht denn? Und ganz schön was auf der Tasche vielleicht? Ein Zwilling, Ass, König, Dame, Bube. Und Bobby, was geht jetzt? Ne? Auch mit zwei Assen kannst du verlieren, das weißt du, ne? Ja, wenn ich das... Okay. Gut. Dann gucken wir mal, was hier. Der gute Mr. Israeli macht hier. Was macht er? Komm hier, Alter, ne? So, ach, South Africa war das. Ja, stimmt. Anthony Sullivan aus South Africa. Ich habe verdammt mich. Ich habe gedacht, ich sehe die. Was haben wir denn hier? Rumänien. Okay. 17 Pfeifen setzt er. Und. Ja, Bobby, ne? Man kann nicht immer mit Scheiße gewinnen, ne? Das kann schon mal klappen. Wie ich schon sagte, auch mit zwei Assen kann man verlieren. Aber mit zwei Assen untergehen finde ich immer gut. Also hat auf jeden Fall Stil. Ne? Wuppdiwappdi, gehen wir gleich mal ran. So, da sollte sie mindestens hier ein Ass auf der Tasche haben oder wie auch immer. So. Okidoki. Ja, wie gesagt, mit zwei Assen kannst du verlieren. Musst du nicht? Kannst du. So. 4, 5, 6. So, das ist das schon eine Straße am Start? Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. 176, ich mach das mal. Wenn die Straße da ist, kann ich es nicht ändern. Na gut, hier seht ihr es, ne? Spielkind gewinnt den Hauptpot mit paar Asse. Ne? Gehen wir mal direkt raus. Wie viel haben wir denn jetzt hier? 560 Pfeifen. Na, das heißt, wir sind in der Pluszone, ne? Pluszone ist die beste Zone von der Welt, ne? Kennt ja jeder, ne? Plus ist immer besser als Minus, ne? Auf dem Konto zumindest. Ne? Es gibt natürlich auch. Ich will jetzt hier nicht philosophieren. Ich bin zwar ein kleiner Philosoph, ne? Aber ne? der Philosoph, der ist doof, ne? Hab ich dir nicht gepasst? Ich hab doch gepasst, oder hab ich nicht. Jetzt kommt diese verkackte Dame. Jetzt haben wir so eine Dame 7. Ja, super. Perfekt. Warum gibst du mir solche Karten, wenn ich rausgehe? Ist doch scheiße. Ist doch totale Scheiße hier. Ich ärgere mich. Nein, ich bin völlig entspannt. Ich bin die Ruhe in Person. Und da liegt ja sowieso eine Straße. Und ich... Wem mache ich was vor? Scheiße hier. Schöne Scheiße. So. Kommt, Kinders, was geht jetzt hier? Straight Flush oder was? Oder? Jungs? Komm, Bobby, Baby, was geht? Gott, hätte ich aber mehr mitgerechnet, dass ihr da ein bisschen mehr macht. Ja, der erhöht, der hat auf jeden Fall richtig was auf der Tasche. Der gute South Africa Man, ja, Wabene, ja, straight high, ne? Okay, die teilen sich den Pott, es ist okay, es ist wunderschön. Ist zwar ein Anzug, aber der, meine lieben Leute, muss ja, deswegen habe ich da nicht gepasst. Der steht uns nicht. Und geht auch schon wieder hoch ran, ne, die gute Dame, ne, und naja. Kinder, was geht jetzt hier? Wie heißt der? Cesar Owens. Der kommt aus... das war ein Brasilianer. Okay, der kam aus... Ich muss mal gucken, wo die... Das war ein Russe und hier die gute Ibidibi. Ne? Wie heißt der? Ach, das ist eine Deutsche. Ja, gut, doch auch. Ne? Guckst du bei YouTube, ne? Kannst dich im Fernsehen sehen. Bist voll im Fernsehen, ne? Boah, zu haben. Ja, das ist mein... Was ist Dorothy Lütt? Das ist Rumänien, genau. Was ist denn hier? Snowman. Der gute Snowman kommt aus der United States. Oh, der gute Dings, der Bums aus Brasilien. Geht es ja mal richtig hoch. Das ist ein König da, zwei davon an der Zahl. Nette Sache eigentlich, ne? Aber Bobby geht fleißig mit, ne? Mal gucken, ne, was so kommt, ne? Kommt, Leute, ne? Kriegt er das hin? Oh, ja, also, ne? Das hätte ich irgendwie nicht gemacht, ne? Weil, wenn die so hoch rangeht, ist doch nicht super hoch gewesen. Ah, super Blatt, ey. Wisst ihr, was wir da machen? Wir klicken hier auf Passen. Da, siehst du? Ne? Da, Passen. Da, Scheiße. Schöne Scheiße. Schrisch mich auf. Ne, tu ich nicht. Ich bin total entspannt. Liebe Leute, ich bin sowas von tiefenentspannt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ne. Doc, ne?
So, hier, ne, so ein kleiner Surferboy hier. Was geht hier, ne? Der, ne, aus Portugal, ne? Ja, Portugal ist bestimmt jetzt schönes Wetter, ne? Besser als der Scheiß, der hier. Obwohl, ne, hat sich gefangen, der Tag, ne? Fing ein bisschen mies und ja, regnerisch an, ne? Hat sich aber dann erholt, ne? So, ich will aber nochmal jetzt gib mir ein paar Karten hier, wo ich auch mal was investieren kann. Oh, der Mann geht all in. Ist das auch einer von den All-Innern oder was? United States. Ich hatte ja schon mal erwähnt, es gibt ja dann gelegentlich Leute, die kommen rein und egal was sie haben, die gehen okay, damit. Ja, kann man machen, ne? Muss man nicht, ne? Und ja, mit straight, ne? An der Straße ist schon 10-2. Scheißerei. Weg mit dem Dreck, eben unglaublich hier, ey. Okay, naja. Ja, ich hatte ich ja schon mal erwähnt, ne, es gibt da viele Leute hier, die kommen rein bei Full Tilt, ne, und sagen, ja, egal was, ne, all in, ne, ein bisschen Glück ist dabei. Das sind auch Glücksspieler, ne, Poker hatte nur bedingt was mit Glück zu tun, ich sagte ja irgendwas, ne, von wegen mit Aberglaube, die Prozentzahl habe ich schon wieder vergessen, ich weiß nicht, was ich da gesagt habe, muss ich beim Angucken da nochmal, ne, dann weiß ich es wieder, ne. Vielleicht hat sich ja von euch einer gemerkt, wie Prozent das waren, ne, was die Aberglauben-Geschichte angeht, ne. So, ich hätte aber auch irgendwie nochmal ganz gerne ein paar nette Karten. Wie viel Kohle haben wir? 557, ne? Das ist noch nicht ganz hoffnungslos, ne? Ich meine, wir sind mit 200 angetreten, ne? Wir sind auf jeden Fall noch in eine Pluszone. Da hatte ich ja schon gesagt, Pluszone ist eine total coole Zone, ne? So, hier zwei Asse da, ne? Ja, und wer sahnt jetzt hier dick ab? Was hatten wir eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, was hatten wir? 10-2, genau. 10-2, ne? Mal gucken. Ja. Jetzt komm, mach fertig hier. Cesar Owens, oder wie heißt du? Cesar, der ist aus Brasilien. Was hier? Rodrigo hat es reserviert, der kommt auch aus Brasilien. Alles brasilianisch hier. So, jetzt hier mal. Komm, Butter bei die Fische. Oh. Zwei Paar Asse und sieben. Ich glaube, wir hätten das wieder gewonnen, das Ding, ne? Kannst du nie wissen. Was ich schon alles weggeschmissen habe, ne? Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Aber ich traue mich immer nicht. Ich denke immer noch. Naja, ihr kennt das Spielchen, ne? Es ist alles so eine Sache. So, hier, Stummert, wo kommt der weg? Komm, Stummert kommt aus Null. Ist ja ein cooles Land, ne? War ich noch nie. Müssen wir hinreisen. Land Null. So, und hier, Ette kommt aus den Staaten, Ette kommt aus Romania, Brasilia, United States, Germany, ne? Aber Germany mit B, 10, J, Bube 10, Junge, mit ganz vielen Strichen an der Seite, kommt aus Alemannia, ne? So, Russiland, Portugal. So, ich weiß gar nicht, was hatten wir? Wir hatten ein 3-8, ja, das, naja, mit einer 8 hätte ich jetzt nicht irgendwie mein gesamtes Vermögen draufgesetzt, aber nun. So, geht es jetzt hier mal weiter? Flup, ja, 9. Okay. Genau, hier. Karten setzen, machen, tun. Ich brauche Informationen. Information, that's what I need, some information. Where did you come from? Information. Okay, mit 10 hatten wir nicht zufällig, ne? 8, 2, 8, 3, ja, okay. Dings, geht wieder hoch ran hier, ne? Portugal, ne? Und, hast du eine 10, Junge? Nee, hat er nicht, ne? Flatsch. Ja, mit dem Flutsch, ne, kannst du schon mal einiges reißen, ne? Ich meine, das ist hier nicht wirklich, das ist zwar auch schon ein kleiner Flutsch, ne, mit zwei Karten, ne, aber der bringt nicht wirklich vieles. Denn, sei denn, kommt irgendwie ein Strike-Flush, ne, hier, die ganze Suppe, ne, von wegen Straße und so, ne, aber... Und das glaube ich jetzt irgendwie nicht, ne, so, 4, Sehr froh. Das ist doch zum Kotzen, nicht. Jetzt gehe ich raus und kriege zwei Vieren. Das ist doch scheiße. Ich mag keine Vieren. Ich, okay, jetzt könnte noch ein Flash dabei liegen. Das ist eine gute Sache. Ja, hat er ein Flash? Oh, hier, Snowman, wie sieht's aus? Oh, das hätten wir gewonnen. Pass auf, jetzt 9-7, jetzt kommen 26 7 und 84 9 da in die Mitte. Würde ich drauf wetten, liebe Leute. Ah, so ist das Pokerleben, ne? Es ist irgendwie, ne? Haben wir Glück gehabt.
Wir haben Glück gehabt, dass wir kein Pech gehabt haben. kann man Glück haben? Ja, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, ne? Erst hatten wir kein Glück, dann kam auch Pech dazu, ne? Und das ist eigentlich ist das ein richtiger Satz, ne? Das ist ein Satz, ne, von wegen, wenn du kein Glück hast, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass du Pech gehabt hast, ne? Kann ja auch eine neutrale Geschichte sein, ne? Aber wenn du kein Glück hast, dann kommt noch Pech dazu. Insofern, alle lachen über den Satz. Ich finde den gar nicht so lustig. Ich finde den eigentlich ziemlich philosophisch, muss ich sagen. Ja, ich bin ja auch ein kleiner Philosoph. Hatte ich ja schon mal erwähnt. Ne? Philosoph ist doof, aber... ja, nu, kann man machen. Muss man nicht. So, liebe Leute, was hier mit... ach, Bobby ist gar nicht mehr da. Wen haben wir hier? Ach ja, das war der Stumme aus... jetzt hat er das Land gewechselt. Er wurde jetzt in 117. Ast 3, schöne Scheiße. Ja, jetzt hat er hier einen Lauf oder so. Ich weiß nicht. Ich habe übrigens noch überlegt, ne? Ja, wir haben natürlich jetzt als mit einer 3-Kicker ist das natürlich so eine Sache, ne? Aber ich habe überlegt schon, die Kamera irgendwie zu spiegeln, weil 205 Pfeifen hat aber König Ass. Das werden wir verlieren. Na gut, ich meine, die Zeit ist eh erreicht, liebe Leute. Ja, ich komme ja schon. So, wir gehen einfach mal mit, mal gucken, was passiert. Dann werden wir das Ganze auch mal hier ausklingen lassen. Ich habe schon gedacht, das irgendwie zu spiegeln, weil jedes Mal... oh, Ass-Dame ist natürlich, naja, okay, und jetzt können wir nicht. Okay, kann man gegen verlieren. So, was haben wir jetzt noch? 348. Ja, was ich sagen wollte, ich wollte schon mal gucken, das spiegeln, weil jedes Mal, wenn ich jetzt hier hingucke, ne, da, wo die Action losgeht, wo jetzt die Maus ist, dann gucke ich im Video in die Richtung, ne, weil es ja irgendwie ein bisschen spiegelverkehrt ist, ne, weil ich sitze ja quasi vom schon wieder Ass-3. Eigentlich müsste ich ja hören, aber ich weiß abgelenkt. Ja, ich wollte ja für ein Spiel, Spiegelgeschichte, ne? Also wenn ich da hingucke, ne, dann gucke ich ja in Wirklichkeit dahin, ne? Weil, ne, ist ja spiegelverkehrt, weil die Kamera kommt ja von vorne, ne, geht dann auf mich, ne, und ja, das sind tiefe... Was, der ist rausgegangen? Ey, Alter, den kannst du nicht machen hier. Ja, jetzt haben wir wieder wunderschöne Karten, 2-8. Wo war ich stehen geblieben? Genau, spiegelverkehrt, ne, und das ist... Es gibt mit Sicherheit Programme, wo man das machen kann mit dem Spiegel, aber ich habe hier für diese Microsoft Livecam, die ich ja hier benutze, nichts gefunden, ne, und... ist aber nicht so schlimm, ne? Ihr wisst jetzt also, ne, nochmal eine Folge Poker gucke, wenn ich da hingucke, ne, gucke ich in Wirklichkeit da hin, ne? Und so weiter. Ihr wisst, was ich meine, ne? So, geht jetzt hier, weißt du, oder was? Hier kommt hier, Leute, ne? Ist das letzte Spiel, denke ich mal, ne? Oh, kann man machen, muss man nicht. Was hatten wir noch? Ich will noch ganz nicht, wir hatten. Ach, 2-8, ja, super. Okay, eine halbe Straße hätten wir schon, ne? Kann man machen, muss man nicht, ne? Und wir haben 150 gewonnen, ne? Vielleicht kriegen wir noch ein Blättchen, ne? Eins machen wir noch oder so, mal schauen, ne? Ich weiß noch nicht, ne? So, komm, hier, was geht jetzt hier? 7-9 oder was haben wir hier drin, ne? 7-9 ist... Was hatten wir? Ich hab's schon wieder vergessen, die Blättchen. Ach, 2-8, ja, genau. So, 2-8, naja, wir hätten irgendwie zwei Bärchen, da sind aber auch ein Flash drin, also wenn der... Hatten wir Karo? Nee, nicht mal Karo, ey, ist ja bitter, ey. Aber hier scheint auch keiner wirklich Karo zu haben, ne? Doch, Etta hat Karo, hier der Portugiese, ne? Wuppdiwappdi. Vielleicht hat er rausgeblufft, ich weiß nicht, ne? Müssen wir mal gucken, so. So, 10-6. Das ist gar nichts, liebe Leute. Das ist gar nichts. Aber ich habe das Gefühl, es kommen jetzt ein paar 10. Wir gehen einfach mal mit, weil so lange haben wir nicht mehr. Ich denke mal, eine halbe Stunde, dann ist das auch irgendwie gelaufen hier. Ne? Länger sollte man das nicht machen, es sei denn, man nimmt einen... Naja, wenigstens ein Zwilling, aber der König ist dabei. Vielleicht kommt ja noch eine dritte 6, mal gucken. Ne? Ist unwahrscheinlich, ne, aber... Wir schieben mal, okidoki. Sind da kein König, da sind mit Sicherheit ein König und einer, alle bluffen so uns hier an. Wir setzen mal 2, mal gucken, wer mitgeht, ne? Schöne Scheiße hier, ne? Na, Hollywood? Kommst du auch aus Hollywood hier? Kommt da her? Na, kommt aus Hollywood, der gute Mann, ne? Okay, der hat mit Sicherheit einen König, davon gehe ich mal aus. Aber es ist das letzte Spiel, liebe Leute, deswegen gehe ich da einfach mal mit. Und ja, wenn er jetzt Ass-König hat, sind wir sowieso irgendwie auf, ja... Hätte man nicht machen dürfen, weil das Ding, also dass der einen König hat, das halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich. Jetzt ist er natürlich mit dem Setzen dran, ne, und ich sag mal, tschüss, ne, da. Ja. Vielleicht hat er geblufft, ich weiß nicht, ich bin ja sehr leicht auszubluffen, also solltet ihr mal irgendwann hier auf Full Tilt sein und mich beim Pokern sehen und hier mit mir spielen, ne, ich bin so leicht auszubluffen, liebe Leute, das glaubt ihr gar nicht, ich geh jetzt mal hier mit, einfach so, just for fun, ne, also ihr könnt mich ausbluffen, ich glaub euch alles, ne, das ist mein Problem, ne, ich, ja, glaub euch irgendwie alles, ne.
Okay. Kommt mal was jetzt hier. Was hier, Cäsar Wonis, Cäsar Ovins, wo kam der noch her? Ich habe ja hier ein Kurzzeitgedächtnis, das ist wieder in Brasilien, genau. Was hier mit Flan, der kommt aus Korea, Koreaner. Du bist aber ein ziemlich blonder, surfender Koreaner hier, mein Freund. So, Hollywood, was geht jetzt hier mit dir, Frankenstein, oder wie heißt der Gude? Nee. So, der setzt einen Zehner. Naja, der, sagen wir mal, ich glaube nicht, dass wir hier noch eine Straße auf den Nacken kriegen, insofern gehen wir mal raus. Und ich mache dann jetzt mal Folgendes. Nächste Hand aussetzen. Und ja. Meine lieben Leute, kommt ihr hier nochmal aus dem Quacker, Jungs, oder was? So, da sind wir raus aus der Nummer. Und es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sind hier mit, ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Ich glaube, ein bisschen Gewinn haben wir, glaube ich, noch oder wie auch immer. Ist auch egal. Wir spielen ja, um zu spielen, ne? Und nicht, um reich zu werden, weil mit Kindergeld, ne? Mit dem Spielgeld kannst du nicht wirklich reich werden. Ne? Ich sage auf jeden Fall, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Und dann verbleibe ich, wie gehabt, in diesem Sinne ab in die Rinne. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an der ganzen Pokersache. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr da mehr von sehen wollt oder ob das jetzt euch sowieso nicht interessiert, weil Poker nicht euer Ding ist, wie auch immer. Irgendwie hier kein Sound. Ja, schön ist erst dann noch zum Schluss gekommen. Ne? Ja, dann ne, verbleibe ich nur wie gehabt. Ne, haltet euch wacker und ja, wenn ihr mal gegen mich antretet hier bei Full Tilt, zufällig auf mich treffen sollt, wie gesagt. Kleiner Bluff, ich glaube euch alles. Liebe Leute, macht es gut. Ciao, ciao. Euer Spiekin 45. Bupp, das war der falsche Knopf. So, jetzt aber raus hier. Stopp.